Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. So, beim letzten Mal haben wir uns hier in diesem Vorhof der Burg umgesehen und einiges Interessantes entdeckt. Zum Beispiel, ich guckte mal ins Inventar, die leere Schüssel, genau, ja, diese ekligen Maden, fette Maden, ja gut, daneben Fett, und das Unkraut, das da hinten in der Ecke war. Und wir waren drauf und dran in die, ist das eine Burg oder ein Schloss? Ja, ist auch egal, in das große Gebäude da, auf jeden Fall hineinzugehen. So, dann machen wir das jetzt mal. Aha. Oh, schön. Naja, so ganz schön ist das jetzt auch wieder nicht, ne? Zum Beispiel diese Kronleuchte da, die sieht nicht besonders gut aus. Aber okay, wir schauen uns mal um. Eine Treppe nach oben. Aha, okay. Eine Halle, die man betreten kann. Und eine Truhe, ja. Mh. Oh, da ist ein Ofen. Ein Bollerofen. Ja, dann betrachten wir doch den mal zuerst. Das Ofen geht ins Leere hier. Das ist kaputt. So ein kleiner Bollerofen kann solch ein riesiges Gemäuer nicht einmal ansatzweise erwärmen. Hier im Flur ist es exakt so warm wie draußen. Wahrscheinlich ist es aber tatsächlich kühler. Aber ja, das stimmt. Der Ofen erinnert mich an den in meinem Klassenraum in Seefels. Ja, das Der hatte auch ein kaputtes Rohr und war damit ziemlich unnütz. Ja, richtig. Allerdings sieht dieser hier weniger sympathisch aus. Ja, das stimmt allerdings auch wieder. Wir haben ja noch diesen Ziegelstein da. Vielleicht kann man damit irgendwas machen, aber wenn der Ofen kaputt ist, na dann wohl nicht. Da, oh Moment, wir haben da noch ein Tuch. Wilbur, geh mal ein bisschen nach rechts. Ah, siehst du? Okay, was ist denn wohl hinter dem Tuch? Hier im Schloss müsste dringend mal Staub gewischt werden. Da es als Diener meine Aufgabe wäre, sage ich das allerdings besser nicht zu laut. Ja, nimm das doch mal weg. Da ist ein Fenster dahinter oder ein Gemälde. Glaube ich. Ein Spiegel. Vermutlich war der Graf es irgendwann leid, ständig den Spiegel zu putzen. Ja, das glaube ich auch. Ein sehr alter Spiegel. Aber bis auf ein paar stumpfe Stellen ist er noch gut in Schuss. Ja, der muss einfach mal geputzt werden. Ne? So ein Spiegel, der kann eigentlich nicht stumpf werden. Es sei denn, von hinten die Beschichtung blättert irgendwie ab oder wird irgendwie spröde oder sowas. Ja, wir haben ein schweres Tuch, das wir nehmen können. Okay. Da haben wir's. Ja, mal schauen, was wir damit machen. Was war das? Ach ja, genau, der Brief. Richtig, der im Postkasten war. Den habe ich vorhin noch vergessen in der Aufzählung. Den haben wir ja vorne da auch bekommen. So, nochmal, Spiegel. Ein sehr alter Spiegel. Okay, nein, da gibt's nichts weiter mehr. So, dann haben wir hier noch. Ach, das Gemälde. Und die Dinge da im Vordergrund? Nö, das geht nicht. Okay, dann das Gemälde. Schaurige Gestalten. Ob es Verwandte des Hexenmeisters oder des Grafen sind, kann ich nicht sagen. Fest steht nur, das sind einige der gruseligsten Visagen, die ich jemals gesehen habe. Ja, das glaube ich aber auch. Okay, so, da ist ein Wachshaufen. Wie viele Kerzen müssen hier gebrannt haben, um einen dermaßen großen Wachshaufen zu hinterlassen? Oder sind die Kerzen magisch und haben für Jahrzehnte nie aufgehört zu brennen? Wie soll denn das ganze Wachs entstehen? Das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, nochmal. Wenn ich einen Zentner Kerzenwachs brauche, weiß ich, wo ich ihn finden kann. Ja. Ja, vielleicht kommen wir mal in die Gelegenheit. In die Verlegenheit. So, da noch was zum Gemälde? Schaurige Gestalten. Mhm. Ob es Verwandte des Hexenmeisters feststeht. Okay, das wissen wir schon alles. Gut, ach, da oben ist auch noch was. Ach, und da auch. Jetzt sehe ich das erst da und da, da überall und da auch. Man kann nicht viel davon sehen, aber da sind auch Bilder. Okay. Dann hier nochmal zur Decke raufschauen. Kaum zu fassen, wie hoch diese Eingangshalle ist. Die Ketten der Kronleuchter verschwinden im Dunkeln. Tatsächlich, ja. Ja, das heißt jetzt nicht, dass das hoch ist, ne? Aber da ist es einfach dunkel. Aber wahrscheinlich ist es hoch. Okay, was haben wir. Was? Geht so. Achso, Truhe, ja. Betrachte die Treppe nach oben. Ja, machen wir das mal. Ich frage mich, wie viele Stockwerke dieses Gebäude hat. Von außen beurteilt würde ich sagen, mindestens 5 oder 6. Und häufig haben solche alten Schlösser auch noch Keller und Verliese. Ein sehr großes Haus für einen einzelnen Gentleman. Naja, früher haben da wohl auch mehr Leute gelebt. Auf der staubigen Treppe gibt es nur Fußspuren von Miss Kiki. Bleibt der Graf etwa die ganze Zeit hier unten? Ich sollte mich zumindest erst einmal hier umsehen. Wer ist denn Miss Kiki? Hätten wir die erst noch kennenlernen sollen? Wahrscheinlich. Ja, dann werden wir das schon. Die Halle noch nicht betreten, nein.
gehe zur Truhe. Ah ja, da ist die Truhe noch. Ja, dann gehen wir doch mal. Oder ist da noch was? Immer noch. Ah, die Treppe nach unten. Moment. Eine Treppe nach oben, eine nach unten. Dann betrachten wir mal die nach unten. Die Treppe führt nicht nur nach oben, sondern auch weiter hinab in eine undurchdringliche Schwärze. Verliese, Grüfte, alles Mögliche könnte da unten sein, mit dem ich nichts zu tun haben will. Ja, oder es ist auch einfach nichts da unten. So, die Treppe nach unten. Nee, die, bei den Teppichen geht nichts. Okay, also jetzt hier zur Truhe. Aha, da haben wir wieder Kerzen, da auch, da ein Gemälde. Ja, erstmal das Gemälde. Hier in der Galerie hängen ja viele seltsame Gestalten. Aber der hier setzt allen die Krone auf. Ja, irgendwie schon. Ein sehr unangenehm aussehender Zeitgenosse. Er sieht böse aus, ja. Überheblich und verrückt. Der hat einen Schlüssel liegen hier. Hier in der Galerie hängen ja, aber der hier... Okay, nein, nichts weiter. Also gut, dann jetzt mal die Truhe betrachten. Eine schwere, hölzerne Truhe mit 7 Siegeln. 2 davon sind offen. Ach, da sind die Siegel. Okay, und 2 sind offen. Mhm. Könnte sich um das Versteck des Buches handeln. Könnte aber auch die gut gesicherte Unterwäsche des Grafen beinhalten. So oder so. Es gibt keinen Hinweis, wie man die 5 verbliebenen Siegel öffnen kann. Wir werden das schon noch hinkriegen, nur keine Sorge. Noch irgendwas als Hinweis? Könnte sich um das Versteckte... Nein. So, oder? Okay, ja gut, dann müssen wir mal abwarten. Wir gehen erstmal wieder zurück. Wir steigen vom Podest. Ach, hier, da. Okay. Ja, ich würde sagen, bevor wir nach oben gehen, gehen wir erstmal nach links in die Halle. Oder ist hier noch was? Moment. Ist hier noch was? Da oben die Decke. Das haben wir auch schon. Treppe nach unten, Treppe nach oben. Dieses Gemälde hier. Und jetzt nochmal zur Sicherheit da hinten. Einfach mal so langsam drei nach durcharbeiten. Ja, der Ofen. Okay, nochmal das Gemälde und der Spiegel. Mehr ist da jetzt erstmal nicht zu machen. Okay, wir werden sicherlich nochmal darauf zurückkommen, weil man da ja noch irgendwie was machen kann. Also jetzt hier, da in die Halle. Oh, ein Balkon. Ah, und da sitzt er ja. Ah, da sind Sie ja, Igor. Bereiten Sie das Abendessen für meine Verlobte vor. Und decken Sie den Tisch mit allem Drum und Dran. Wir wollen ein romantisches Dinner zu uns nehmen, bevor wir uns zurückziehen. Mein Name ist nicht Igor, ich bin Wilbur. Ja. Mein Name ist Wilbur. Meine Diener hießen alle Igor. Igor, sein Vater Igor, dessen Großvater Igor und dessen Vater auch. Sie hatten aber schon viele Diener. Deswegen ist es jetzt auch zu spät, um sich noch an einen neuen Namen zu gewöhnen. Ich nenne dich Igor. Ich würde dir sogar Igors alten Anzug geben, wenn ich ihn hätte. Naja, was ist denn mit dem geschehen? Ja, man sagt, dieses Schloss gehörte vor einigen Jahrzehnten einem wahnsinnigen Hexenmeister. Unten im Dorf sagte man mir, dass der wahnsinnige Hexenmeister Ashcroft van Buren früher hier gelebt hat. Das ist richtig, bis er gehängt, geköpft und gevierteilt wurde. Die Zauberer und Paladine haben keine halben Sachen gemacht. Nur Viertel. Ja. Haben alles mitgenommen, was für sie von Interesse oder Wert war. Den Rest haben sie dagelassen. War unter den zurückgelassenen Sachen ein Buch? Das Tagebuch des Hexenmeisters? Ja, das habe ich ein paar Monate nach meinem Einzug in einer geheimen Schreibtischschublade gefunden. Nein, ich meine eher ein magisches Buch mit Beschwörungsformeln und solchen Dingen. Nein, nicht, dass ich wüsste. Schade. Mir ist die Truhe in der Eingangshalle aufgefallen. Was hat es denn damit auf sich? Diese große Truhe in der Eingangshalle, gehört die Ihnen? Sie sieht so aus, als stünde sie schon lange da. Heute gehört sie mir, aber Van Buren ließ sie einbauen und das Gemälde darüber zeigt ihn. Die Truhe und das Gemälde sind das Einzige, was die Magier gerne mitgenommen hätten, aber nicht konnten. Beide sind mit mächtigen Zaubern an dieses Schloss gebunden. Was ist in der Truhe? Ich weiß es nicht. Bisher konnte ich nur 2 der 7 Siegel öffnen.
Vielleicht hat er dort sein Zauberbuch verwahrt. Ist es wertvoll? Die jungen Damen heutzutage werden immer anspruchsvoller. Und meine Linie Mondbrand-Hautcreme für den Mann von Welt hat nicht so eingeschlagen, wie er hofft. Soll ich vielleicht versuchen, die Truhe zu öffnen? Ich bin gut in solchen Dingen. Von mir aus, solange es nicht mit deinen anderen Aufgaben kollidiert. Ich möchte, dass mein kleines Täubchen verwöhnt wird. Hier das Tagebuch des Hexenmeisters. Die ersten zwei Siegel konnte ich mit seiner Hilfe öffnen. Vielen Dank. Na, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir die anderen fünf auch noch aufkriegen. Aber wir haben ja noch was... Wir haben ja noch was zu fragen. So, Werwölfe, was möchten Sie und die junge Dame denn essen? Ja, okay, erstmal noch nach den Werwölfen fragen. Kennen Sie sich mit Werwölfen aus? Nicht sonderlich. Sie und wir verstehen uns nicht. Normale Wölfe, ja. Sie sind die Kinder der Nacht und ich stehe abends gerne auf dem Balkon, um ihrem Gesang zu lauschen. Aber Werwölfe? Arme Seelen, die verflucht wurden und nichts anderes als primitive Wut und Hass empfinden können. Kann man den Fluch irgendwie loswerden? Natürlich, ganz einfach. Man muss den Werwolf im Zweikampf töten, der einen zum Werwolf gemacht hat. Und wenn man nicht weiß, wer es war? Dann kann man nur hoffen, dass ein Freund einem eine silberne Kugel durch den Kopf jagt. Niemals! Ja, das sollte man besser dann nicht, ja. Also in dem Fall zumindest. Ach, ja. Naja, irgendwie wird sich das Problem auch noch lösen. So, aber... Ach so, oh ja, hier Post. Es war Post im Briefkasten. Diese Schriftrolle war im Briefkasten. Aus Seefeld. Erzmagier ermordet, gesucht, bla bla. Nichts von Bedeutung. Sind Sie sicher? Ich interessiere mich nicht für Politik. Könige und Erzmagier kommen und gehen. Ja, Sie haben schon recht. Kein Grund, sich mit solchen Dingen zu belasten. Da ist ein Bild vom Erzmagier und von mir auf dem Brief. Auch wenn der Graf sich nicht für Politik interessiert, einen gesuchten Mörder wird er wohl kaum für sich arbeiten lassen. Er würde mich an die Van Burens ausliefern, wenn er es bemerkt. Und damit endet das ganze Gespräch hier. Aber, na gut. Wir schauen uns erstmal noch hier im Raum um, bevor wir noch mal einen Versuch wagen. Da war ja noch was mit der Kleidung des Igors und mit dem Essen, das er zubereiten soll. So, okay, was haben wir hier alles? Die Kordel. Betrachte die Kordel. Okay, machen wir das mal. Was ist das hier für eine Kordel? Damit können die verschiedenen Glocken im Schloss zum Läuten gebracht werden. Aber es ist nur eine Schnur. Braucht es mehr? Kommt eben darauf an, wie weit man zieht. Okay. Nochmal. Ist mir da gerade was aufgefallen? Ich dachte, da würde das Licht angehen hier, aber das war wohl schon vorher an. Okay, also da erstmal nichts weiter. Dann das Glas hier. Ein schönes Glas mit dickem Boden. Solche Gläser aus perfektem, durchsichtigem Glas sind sehr selten. Und teuer. Ja, kannst du das mitnehmen? Oh ja. Okay, so, jetzt haben wir auch noch ein Glas. Und da ist das Tagebuch. Ja, da lesen wir aber später dran. Gut, wir wollen uns weiter umschauen. Da kann man wieder in die Eingangshalle rausgehen. Okay, das wollen wir jetzt erstmal noch nicht machen. Hier ist, die Kordel, sonst nichts. Da auch nicht. Ja, Graf Schreck ist natürlich noch da, genau. Betrachte den Suchbefehl. Ich will gerne mal nach da draußen gehen. Ja, schauen wir erstmal nach draußen. Oder Moment, erstmal hier hingehen. Ist da weiter links auch noch was? Und da liegt auch noch was. Oh, kann man aber nicht anklicken. Und hier? Ach so, Schublade. Ja, erstmal nach draußen schauen. Ich finde es seltsam, dass Graf Schreck sich ausgerechnet im Düsterwald ein Schloss gekauft hat.
Die meisten alten Leute lieben die Wärme und die Sonne. Von beidem gibt es hier nicht viel und der Gute sieht auch schon ganz blass aus. Ja, aus gutem Grund. Okay, das war's. Also hier, Schublade. Besteck. Aha, jetzt haben wir also Besteck. Das werden wir nachher wahrscheinlich brauchen. Oh ja, hier, Räucherstäbchen. Räucherstäbchen? Die hätte ich in einem alten Gemäuer wie dem hier nicht unbedingt erwartet. Andererseits, vielleicht ist dem Grafen auch aufgefallen, dass hier manchmal so ein leicht modriger Geruch in der Luft liegt. Ja, okay. Räucherstäbchen? Die hätte ich Nee, erstmal nicht. So, das war alles Räucherstäbchen. Okay, ah, Teller. Da ist noch ein Teller. Okay. Sind das nur dekorative Teller oder richtige? Nate hat im Elfenhain einmal Bratkartoffeln vom Gesicht der Königin gegessen. Ivos Mutter fand das gar nicht witzig. Ja, das ist auch nicht witzig. Nimm die Teller. Okay, wir nehmen sie. Wenn wir dran kämen. Oh. Igor, seien Sie vorsichtiger. Ich habe gar nichts gemacht. Der Teller flog einfach von der Wand. Ich wohne seit 10 Jahren hier. Auf Schloss Schreckstein hat es noch nie gespukt. Dann muss ich mich wohl geirrt haben. Ja, ich weiß aber jetzt auch nicht, wie das gegangen ist. Also jetzt haben wir auch noch einen Teller. Sauberer Teller, ja, aber nur einer. Naja, okay. So, was war jetzt noch? Ich wollte mir noch mal... Moment, haben wir da jetzt noch was? Die Räucherstäbchen, Schublade öffnen. Gut, haben wir gemacht. An der Kordel ziehen. Dann ist hier noch was, das wollte ich mir noch mal anschauen. Und da, eine Flasche, eine Weinflasche. Gut, dann erst noch mal der die Weinflasche. Der Graf scheint ein Weinliebhaber zu sein. Rotwein, um genau zu sein. Mhm. Für den Wein scheint Graf Schreck keinen Diener zu benötigen. Er schenkt sich selber nach. Ich weiß auch wieso. Der Graf scheint ein Weinlieb... Okay, ja, mehr ist nicht. So, jetzt nochmal den Suchbefehl Zum anschauen. Zum Glück hat sich die Schriftrolle wieder zusammengerollt. Sonst würde der Graf früher oder später bemerken, wer da neben dem Erzmagier abgebildet ist und wegen Mordes gesucht wird. Ach so, und das war alles? Die Ratsvorsitzende muss diese Suchbefehle in alle Herren Länder geschickt haben, wenn einer von ihnen es sogar bis in den Düsterwald geschafft hat. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich nicht in Ketten zurück nach Seefels gebracht werden will. Ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Zum Glück hat sich die... Okay. Sonst würde... Ja, nichts Neues mehr. Okay, dann sprechen wir ihn jetzt nochmal an. Da war ja noch was. Herr Graf? Ja, Igor? So, was möchten Sie und die junge Dame denn essen? Und was darf ich Ihnen und der jungen Dame servieren? Für die junge Dame einen Rucola-Salat mit Essig und Öl und Hähnchenbruststreifen. Das ist es wohl, was junge Damen heutzutage essen. Für mich nichts, danke. Sie wollen nichts essen? Später vielleicht. Bis dahin begnüge ich mich mit einem Glas Rotwein. Also schön, dann werde ich mal den Koch suchen und den Salat bestellen. Ich habe keinen Koch. Ich esse normalerweise auswärts. Aber ich bin auch kein Koch. Wie schwer kann es schon sein, so einen Salat mit Essig und Öl zu machen? Spute dich, Igor. Sehr wohl, Graf Schreck. Ja, komm, den Salat, den kriegst du noch hin. So, und jetzt hier. Ich habe Ihre Verlobte im Wald gerettet. Ja, sagen wir erstmal das. Ich habe Ihre Verlobte im Wald gerettet. Sie war vom Pferd gestürzt und hatte sich verirrt. Das arme Kind. Zum Glück ist ihr nichts passiert. Ich habe so lange auf sie gewartet. Ich habe gehört, Sie waren schon einige Male verheiratet. Viele Male. Leider konnte ich nie mit einer meiner Geliebten alt werden. Ich bin verflucht, es alle paar Jahre mit einer neuen, jungen Frau zu versuchen. Oh, das tut mir sehr leid. Ja. Ja, wir wissen ja warum. So, wie war das mit Igor und seinem Anzug? Wie war das mit Igor und seinem Anzug? Dein Vorgänger, Igor. Igor hat es sich im Keller bequem gemacht. Er hatte ein Bett, einen Schreibtisch, alles, was man so braucht.
Ich denke, da du der neue Igor bist, gehört all das nun dir. Und Igors Anzug? Wird wohl bei seinen Sachen sein. Geh nur hinunter. Aber pass auf, es ist sehr dunkel dort. Ich kann mir ja eine Kerze mitnehmen. Und das halte ich für keine gute Idee. Sie werden vom Licht angezogen. Sie? Dinge, die in der Dunkelheit leben. Igor hatte gehörigen Respekt vor ihnen und traute sich nie mit Licht dort hinunter. Vielleicht ist der Anzug ja auch gar nicht so wichtig. Wenn Sie mich entschuldigen würden, die Arbeit ruft. Spute dich, das kleine Vögelchen ist nach oben gegangen, um ein Bad zu nehmen und kann jeden Augenblick wieder herunterkommen. Was befindet sich in den oberen Stockwerken? Nichts, was dich interessieren sollte. Dein Platz ist hier unten und morgen zeige ich dir noch den Keller und die Gruft. Kann es kaum erwarten. Ja. Weniger reden, mehr arbeiten, Igor. Das ist wohl das Beste. Ja gut, und jetzt wissen wir auch, von wem die Fußspuren sind. Ich habe zwar jetzt den Namen wieder vergessen, aber das war die junge Dame. Okay, so, dann haben wir jetzt hier nichts mehr zu machen und deswegen, aber wir müssen ja in den Keller oder nach oben gehen. Wir müssen ja den Salat machen. Oder können wir nochmal mit ihm reden? Oh, Moment, da, den Tisch betrachten. Auf diesem Tisch soll ich wohl das Abendessen servieren. Mit allem drum und dran. Vor ein paar Tagen war ich noch Professor für Magie in der Zaubererschule. Heute bin ich der Igor eines Grafen mitten im Nirgendwo. Ja, so schnell kann's gehen. Sagt er dazu noch was? Der Tisch ist ziemlich alt und hat viele Flecken. Schön ist das nicht, wenn der Graf Eindruck schinden will. Ja, dann mach mal eine Tischdecke drüber. Dafür gibt's die doch. Der Tisch ist ziemlich alt. Schön ist das. Okay. Ah, Moment mal, Tischdecke. Hier, da haben wir doch was. Das sollte gehen. So, Bildwechsel, jetzt haben wir da eine Tischdecke drauf. Sieht aus. Ja, okay, so, Tischdecke ist weg, dann stellen wir noch den Teller drauf. So, und das Besteck dazu, irgendwie so. Und dann noch ein Glas. Nö, das will er nicht. Okay, vielleicht das hier für die junge Dame? Ich glaube, der Graf erwartet etwas feineres Geschirr, wenn er seine Verlobte beeindrucken will. Ja, okay. Ja, also dann doch lieber das hier. Nee, will ich. Aber vielleicht müssen wir das erst noch mit Wasser füllen. Oder Moment, das hier, da. Oh, das Grünzeug auf den Teller. Ach, Grünzeug. Ich bin mir ziemlich sicher. Das ist so etwas Ähnliches wie Rucola. Aha. Und die Maden dazu, weil es lecker schmeckt? Die dicken Maden haben etwa die richtige Größe. Aber sie sehen nicht aus wie gebratenes Hähnchenfleisch. Sie wirken leicht durchsichtig und sind ganz schleimig. Was so eine Maden normalerweise nicht sind, aber okay. Ja, dann müssen wir die erst noch irgendwie behandeln. Ich weiß zwar nicht wie, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, also soweit, so gut erstmal. Ja, ich würde sagen, wir müssen auch Schluss machen für diese Folge. Da haben wir ja wieder einiges erlebt und gesehen, aber noch nicht alles. Also wir brauchen keine Küche, aber wir müssen irgendwie noch die Maden behandeln. Vielleicht am Lagerfeuer bei Gulliver, dass wir die da ein bisschen rösten oder sowas. Das könnte sein, nur ein bisschen Wasser auffüllen oder sowas. Naja, wir werden das in der nächsten Folge sehen. Dann sehen wir uns auch nochmal ein bisschen im Schloss um. Zum Beispiel die Treppe nach unten, die Treppe nach oben. Ob da noch irgendwas zu machen ist, weiß ich ja nicht. Wir werden das sehen in der nächsten Folge von The Book of Unwritten Tales 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!